Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Aktienrunde.de. Ich bin Konstantin und wie ihr sicherlich schon wisst, dieser Kanal bietet viel Wissen zum Thema Trading für Berufstätige. Es ist Wochenende, es wird nicht getradet. Heute spiele ich einfach mal wieder Detektiv, denn wir werden auch regelmäßig von euch gefragt, ob wir nicht diesen oder jenen Broker uns mal genauer anschauen könnten oder auch irgendwelche Trading-Softwares. Und dem möchte ich heute mal wieder in diesem Video etwas nachkommen. Und auf dem Plan steht für diese Woche powersignale.com. Wir schauen uns die Seite an, wir erstellen ein Konto und schauen, was bietet die Seite. Ist sie seriös? Ist sie zuverlässig? Und so weiter und so fort. Ich möchte nur vorab noch sagen, von Trading-Robotersystemen halte ich persönlich nicht sehr viel, denn der Markt reagiert grundsätzlich irrational und es gibt keinen Algorithmus auf der Welt, der das irgendwie im Voraus zu berechnen vermag. Man muss also immer wieder seine Analysen an die jeweilige Marktsituation anpassen. Und dazu ist ein Algorithmus meiner Meinung nach nicht in der Lage. Ich werde mir trotzdem diese Seite jetzt mal anschauen. Ich sage auch noch vorab, ich habe mir die jetzt vorab schon mal kurz angeschaut, aber ich habe dort noch kein Konto eröffnet. Ich mache das alles in diesem Video, damit ihr alles sehen könnt. So, hier seht ihr jetzt schon im Hintergrund die Website powersignale.com. An sich sieht sie sehr übersichtlich und modern aus. Hier werden einem auch direkt schon Informationen angegeben, über 10.000 Kunden, mehr als 500 tägliche Handelssignale. Die durchschnittliche Rendite liegt bei, oder Gewinnrate liegt bei 87%. Und es sollen über 150.000 Trades pro Tag vorgenommen werden. Ich will hier jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Hier wird noch so ein bisschen erzählt, welche Handelsindikatoren in dieses System einfließen oder in die Ermittlung der Signale und welche Vorteile das Ganze natürlich hat, wenn man auf ein solches System zurückgreift. Jetzt steht hier vertrauenswürdige und regulierte Broker. Ich kann hier leider nichts markieren, warum auch immer. Vertrauenswürdige und regulierte Broker und hier werden sehr, sehr viele verschiedene angezeigt. Darunter steht in kleinerer Schrift die auf unserer kostenlosen Handelssignalplattform verwendeten Binäroptionenbroker zählen nicht nur zu den führenden in der Branche, sondern werden teilweise durch verschiedene Regulierungsbehörden wie CISEC, FCA reguliert und kontrolliert. Hier steht teilweise und das zeigt sich hier auch, denn hier werden zwar auch namhafte Broker wie 24Option, ich glaube BDSwiss war auch dabei, vorgestellt, die ja der CISEC entsprechend unterliegen und durch die CISEC reguliert werden, aber hier gibt es viel mehr Broker, die eben keine Regulierung haben und keiner Regulierungsbehörde unterliegen und die meisten hiervon kenne ich auch gar nicht. Ist für mich auch erstmal nicht schlimm. Ich hatte mir dann überlegt, okay, dann erstelle ich mal ein Konto. Möchte mich hier kostenlos anmelden. Aber das Problem ist, sehen wir jetzt auch, ich muss hier jetzt einen Broker auswählen. Ich habe aber nur zwei Möglichkeiten, Stern Options und Plus Option. Und beide Broker, ich habe das vorab extra schon mal recherchiert, sind nicht reguliert. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall schon mal einen der Broker hier auswählen, die überhaupt keine Regulierung vorweisen. Und ja, das finde ich natürlich schon sehr spannend. Aber gut, ich werde jetzt einfach weitermachen. Ich gebe mal kurz meine ganzen Informationen ein. Akzeptiere alle Bedingungen. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon meine Seele verkauft. Aber das möchte ich jetzt einfach mal riskieren. Gut, meine Telefonnummer brauchen die also auch schon. Jetzt kann ich mich registrieren. So, hallo Konstantin, ich bin im Demo-Modus. Okay, ich habe einen ursprünglichen Betrag von 10.000 Euro. Demo-Modus fortsetzen. Jetzt bin ich also hier in der Plattform, muss scheinbar meine E-Mail-Adresse nicht mehr wirklich bestätigen und habe jetzt hier entsprechend schon die Übersicht dieser Plattform. Jetzt muss ich mich natürlich selbst erstmal etwas zurechtfinden. Ich bin also hier beim Broker Stern jetzt angemeldet. Stern Binary Options Experts im Demokonto. Jetzt kann ich das Auto-Trading ein- oder ausschalten. Ich werde es jetzt einfach mal einschalten. Und jetzt sind hier sogar schon zwei Trades positioniert worden, mit jeweils einer Ablaufzeit von einer Minute. Ich lasse das hier einfach mal laufen. Ich gucke mir das jetzt erstmal, ich versuche mich hier erstmal zurechtzufinden. Gut, Konto, da werden wahrscheinlich so ein paar Informationen zu meinem Benutzernamen und zu meinem Benutzerkonto angezeigt.
Gehen wir erstmal weiter. Broker, so. Ah, okay. Also ich fange an mit einem Sternkonto. Da habe ich jetzt entsprechend eins erstellen müssen. Kann jetzt allerdings bei Plus Option ein Konto eröffnen, bei BD Swiss oder bei StockPair. Beziehungsweise ich kann das mit meinem Konto verknüpfen, mit meinem bestehenden Konto. Das heißt, ich kann jetzt mein bestehendes BD Swiss Konto nehmen, das hiermit verknüpfen und könnte anschließend durch diese Software automatisch traden lassen. Dieses Risiko möchte ich nicht eingehen. Denn wie gesagt, selbst von solchen Trading-Systemen halte ich persönlich eben nicht so viel. Jetzt kann man hier noch die Art von Indikatoren auswählen, die man in die Analyse mit einfließen lassen möchte. Und die Währungspaare sowie den Ablaufzeitraum. Also es gibt schon verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die man hier vornehmen kann. Vor allem auch, welche Beträge gesetzt werden sollen, wie viele Trades maximal laufen. Also an dieser Stelle gibt es auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, das Ganze insofern nochmal etwas zu kontrollieren. Nicht, dass jetzt innerhalb kurzer Zeit auf einmal das Konto vollständig geplättet wird. Ja, hier sind schon zwei Trades gelaufen, die nächsten laufen wieder. Also hier wird wirklich der Reihe nach getradet. Jetzt sehe ich hier ist ein Betrag von 25 Euro gesetzt worden. Hier ist der Betrag allerdings auf 10 Euro festgelegt. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob diese Einstellungen sich nur auf das Echtgeldtrading beziehen oder ob das normalerweise auch beim Demokonto greifen soll. Wenn ja, dann würden hier auf jeden Fall Beträge gesetzt werden, die durch mein eigenes Eingreifen, durch meine eigene Kontrolle nicht freigegeben wurden, was mich so ein bisschen skeptisch macht. Was mich vor allem auch skeptisch macht, hier werden reihenweise die Trades positioniert. Jetzt in dem Falle nur im Währungspaar britische Pfund US-Dollar und Euro US-Dollar. Allerdings, ich sage mal so, erstens haben wir Wochenende. Das heißt, normalerweise können dann an den meisten, bei den meisten Brokern gar keine Trades positioniert werden. Und zweitens können hier nicht so viele vernünftige Signale gefunden werden, dass hier der Reihe nach quasi die Trades positioniert werden können. Ich sehe das Ganze also wirklich sehr skeptisch. Ich möchte allerdings jetzt hier auch nicht riskieren, irgendwie mit echtem Geld das Ganze zu testen. Wir schauen uns mal an, was der Support hier für Möglichkeiten bietet. Okay, dann kann man einfach nur hier die Felder ausfüllen und wird dann natürlich sicherlich irgendwann kontaktiert. Ich logge mich hier nochmal aus und gehe nochmal auf die Website. Wenn ich das hinkriege. Einfach nur auf die Startseite, genau. So. Also diese Zahl glaube ich mittlerweile über 150.000 Trades pro Tag, wenn die in der Frequenz positioniert werden, wie es jetzt gerade bei mir in dem Konto war. Was mich jetzt noch interessiert, wer steckt eigentlich dahinter? Es gibt ein Impressum, was erstmal gut ist, denn dann hat man schon mal eine gewisse zusätzliche Information, die auch nicht gefaked sein darf. Und in diesem Falle geht es um oder besitzt diese Seite eine Person aus Hamburg. Zu dieser Person weiß ich nichts, kenne ich nicht, deswegen möchte ich dazu auch keine Meinung äußern. Auf jeden Fall hat diese Seite ein Impressum. Sie bietet natürlich ein Partnerprogramm an, über das man letztendlich dann für diese Seite hier werben kann, was ich an dieser Stelle aber nicht tun möchte. Ich bin jetzt einfach nur mal der Bitte nachgekommen, mir das Ganze mal im Detail anzuschauen, euch einen kleinen Einblick zu geben. Ich denke, ich werde in den nächsten Tagen einfach nochmal in das Konto reingucken, schauen, was mit meinem Demogeld passiert ist. Und in einem nächsten Video werde ich euch dann nochmal eine genauere Einschätzung geben können. Das war jetzt selbst für mich auch so ein bisschen von wegen rein ins Wasser geworfen, denn ich kannte diese Seite nicht. Es gibt so viele verschiedene Seiten, dass man nicht alle kennen kann. Und ich habe dort natürlich auch noch kein Konto eröffnet, bis gerade eben. Von daher wusste ich jetzt auch gar nicht, wie ich da genau umgehen muss. Ja, ich kann euch auf jeden Fall nur sagen, jetzt unabhängig, ob ich hierfür jetzt eine Empfehlung aussprechen kann, möchte oder werde,
Wenn ihr irgendwo ein solches System nutzt, dann achtet darauf, dass ihr bei Brokern landet, die reguliert sind, damit ihr auch eine gewisse Sicherheit einfach habt. Und ansonsten gebe ich euch nur noch mal zu bedenken, Algorithmen können nicht dauerhaft wirklich funktionieren, weil der Markt eben irrational reagiert. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesem Video, zu dieser Plattform, zu uns, zu was auch immer habt, schreibt unterhalb des Videos einen Kommentar, hinterlasst auch gerne ein Like, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal, wenn nicht schon geschehen, abonniert unsere Newsletter. Weitere Infos findet ihr auf unserer Website und an dieser Stelle bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen, für euer Interesse und sage wie immer bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!